fix nicht aus. Na, will ich nicht riskieren. Na, da will ich mindestens einen Punkt gehabt haben, wo ich mich zurückziehen kann. Wir haben den leider noch nicht gehabt. Weil ich lande fix im Wasser. Wenn ich nicht gescheit hupf, bin ich im Wasser drin. Dementsprechend, ich brauche irgendeine Garantie oder sonst was. Dann wieder zurückkommen. Aufpassen, dreimal. Oh. Ah ja, voll. Da war ja was. Der mal angreift. Der Haverer. Bis der Haverer da mal angreift. Aber ist gut. Ist definitiv gut. Also könnte man eigentlich schon quasi schon mal sagen, in dem Gebiet hat es vielleicht gerade mal am Anfang so das Element Blitz. Gut zu wissen. Was haben wir denn da Schönes? Blitze, ja. Ja, wie wir schon angesprochen haben. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht, so ein bisschen auf Blitzresistenzen oder irgendwas zu gehen. Ja, übelsten Bock rüberzupfen. Übelsten Bock. Bin jetzt deppert. Hab schon gesehen, ich glaub, das geht sich nicht aus. Das war ein Trick von den Entwicklern. 100%. 100%. Das war fix. Wo sie sich gedacht gehabt haben, so, ja, den ficken wir jetzt. Den machen wir jetzt so richtig Meier. Ah, der nächste Miniaturformat, na super. Jeden Bossgegner, die was machen, kriegen wir dann später in Miniaturformat. Super, danke. Voll leiwand. Hat jetzt so angehört, wie wäre ich auf irgendwas draufgestiegen. Minenmäßiges oder sonst was. Hat sich ein bisschen jetzt verdächtig angehört, meiner Meinung nach, aber na gut. Ja, anscheinend, die wollen uns so richtig schön viel brav Blitzresistenz geben, so die, du bist am Arsch. Du bist definitiv am Arsch. Oh. Das war jetzt einfach nur dumm. Mhm. Da habe ich mir jetzt gerade ein bisschen mehr erwartet von der Attacke. Definitiv mehr. Aber die Gegner werden ja auch stärker. Das ist ja wieder das. Die Gegner werden ja auch stärker. Und man merkt's. Die halten schon ein bisschen was mehr aus. Die sind schon sicher, dass ich da her muss. Und nicht ins andere Gebietal. Nee, ich kann auch hier entlang. Alles klar. Ja, es gibt so eher so dieses... Entweder oder. Entweder du schleichst jetzt Duty oder Duty. Ich wundere mich, dass du noch keine Blitzfähigkeit hast. Oh. Mhm. Trifft sich aber eher relativ gut. Das hätte ich mir jetzt nicht erwartet. Man dachte, ich bin eh schön an das, auf der Seite. Könnte mir ja nichts passieren. Okay. Ich habe schon eigentlich damit gerechnet, dass es jetzt schon zweimal ist. Oh. Warte. Das hat ein bisschen gedauert jetzt. Jetzt habe ich nicht gewusst, was ich machen soll. Sag ich jetzt beinahe, jetzt habe ich überhaupt nicht gewusst, was ich machen soll. Jesus. Aber nicht schlecht. Oh, hi. Ja, ich war mir jetzt unsicher. Ich war mir jetzt extrem unsicher. Wenn der andere auch schon 3 Attacke machen kann. Hätte ja sein können, dass sie ihn richtig schäbrav eingeschleust hätten. Und ihn quasi noch stärker gemacht hätten. Haverer. Das wär's. Ich freue mich schon auf den nächsten Schlüssel. Ich glaube, ich würde dann quasi vielleicht die jeweiligen Elemente nehmen. Wenn die zum Beispiel haben, okay, in dem Gebiet ist Fokus Blitz, dann würde ich Blitz nehmen in dem Fall. Ja, wenn die eigentlich eh schon das Element Blitz haben, wieso sollte ich dann extra noch draufhauen mit Blitz? Mit
Granate, weißt du, was ich meine? Wenn ich nicht so laut gewesen wäre, hätte ich es mir definitiv einfacher machen können. Aber der hat jetzt Eis statt Feuer. Also, naja. Okay, die Lanze. Ja, ich wollte es gerade sagen, so die Lanze ist jetzt aus Eis. Oh, da kannst du schon ein bisschen mehr bewegen, der Havara. Aber einfrieren kann er dennoch. Einfrieren kann er dennoch. Und das ist sehr, sehr gut. Sehr gut. Sehr gut, dass er einfrieren kann, weil, Alter, wenn der jetzt eine Resistenz gehabt hätte, also so eine Hardcore-Resistenz mit... Ja, du, Digi, der kann nicht einfrieren. Bester Marsch! Aha, der ist schon mir. Okay. Also immer nur so... Ja, ein Schlag und weg. Ein Schlag und weg. Das ist im Prinzip die Attacke, was ich ausnutzen muss. Ein Schlag und weg. Aufpassen, aufpassen. Sonst stehen wir eigentlich von da. Immer nur eine Attacke, die. Immer nur eins nach anderen. Was war das jetzt so? Alter! Immer jetzt da kommt, jetzt kommt irgend so ein Hardcore-Finisher oder irgendwas in der Richtung, wo ich jetzt so richtig penetriert wird. Bin eh schon lange nicht mehr gestorben. Das ist ja das. Das ist ja das Lustige. Da kann ja eh mal wieder drauf gehen, oder? Na gut, dann passt. Passt. Haben wir eh so gut wie möglich, dann eh auch da alles. Passt. Da waren wir eh auch brav. Passt, weiter geht's. Ja, manche Sachen sind schon schön. Müssen wir schon sagen. Hat schon was Geiles. Ja, die ist auf alle Fälle da. Boah. Da kannst du richtig abgehen da drinnen. Da kannst du richtig, richtig abgehen da drinnen, Alter. Puh. Ich will gar nicht, ich will's gar nicht wissen. Es wäre aber wirklich cool, wenn ich da reinkommen könnte. Und nicht einfach nur so da bei der Seite oder irgendwas. Das baue ich dann nicht. Wenn, dann schon die geilen Gebäude oder gar nicht. Okay. 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 Ich bin selbst überrascht, nicht nur du. Ich bin selbst überrascht, dass du überhaupt nicht darauf reagiert hast und wenigstens irgendwie probiert hast. Man kann nie sicher sein. Man kann nie sicher sein. Doppelt hält besser. Zombieland. Eine der ersten und wichtigsten Regeln. Doppelt hält besser. Oh shit. Könnt ihr sich jetzt nicht irgendwie so gegenseitig mehr machen? Das wäre richtig cool. Das wäre richtig cool gewesen jetzt. Oh, das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen gesehen. Die Fähigkeit. Ja, jetzt. Ja, nein. Aufpassen, Havara. Zu gierig. Viel zu gierig. Viel zu gierig gewesen jetzt. Passt. Weg. Weg, du Opfer! Passt. Haben wir den Monte auch erledigt. Für heute. Ah, da kann jeder drüber hupfen. Passt. Ich kann mir aber dennoch relativ gut vorstellen, der Havara, der wird dann auch noch so das ein oder andere Element kriegen. Ich erwarte mir noch so einiges. Also ja, von da sind wir ja gekommen. Passt.
gibt's einiges zum Schauen. Ah, okay. Hätte man eher gedacht gehabt, so, ja, surprise, surprise, motherfucker. Da bewegt sich, ja, ich wollte gerade sagen, so, da bewegt sich aber auch, wow! Aber ja, hat mir aber auch getroffen, der Haberger. Ja, zwei von den Haberern ist nicht leibend. Aber geht. Ist möglich. Ist definitiv möglich. Alter, dass der mich trotzdem noch getroffen hat. Ah, ärgert mich. Ärgert mich wirklich, dass der mir noch zusätzlich getroffen hat. Und noch so richtig schön kalt warm gegeben hat. Kiste! Komm her da! Jetzt gönn er mal! Jetzt gönn er mal! Bronzebahn, bitte! Ja! 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 Elemente, wir kommen! Definitiv! Wenn ich da das nächste Mal wieder mal zum Onkel Doktor darf. Ah, war der nicht da? Bei der Seite ihm so ein ganzer großer Wichser? So ein ganzer großer, starker Gegner war der. Ja, da so den ganzen Weg entlang, der war... Sondern der Wort nicht! Ich brauch mir keine Sorgen machen! Definitiv nicht! Ich brauch mir definitiv da keine Sorgen machen! Warte kurz, die hat das nur ganz kurz angesprochen. Ah. Okay, gut zu wissen, sehr gut zu wissen. Ja, ich würde mal sagen, Geister. Einmal definitiv einmal die ganzen Geister mal wieder loswerden, weil ha, die sind so schwer. Müssen wir irgendwann einmal loswerden, oder? Ja gut, würde mal sagen. Sorry, verdrückt. Brauch ein Kaffeetje. Ja, irgendwann brauche ich auch meine Raucherpause, oder? Und meine Kaffeepausen, hallo? Pausezeiten einhalten, bitte, danke. Oh, ich habe mich verschaut. Ich habe mich definitiv verschaut. Oh. Dementsprechend, weil ich mich verschaut habe, kriege ich gleich mal eine kleine nette Belohnung. Kuss geht raus. Ja, verdient. Definitiv verdient. Gerade lebenstechnisch. Bisschen weit drauf. Kann man schon machen. Aber waffentechnisch. Kuss. Einfach nur Kuss. Schon wieder was denkst? Und mit Blitzen, Haverer. Okay, so eine Art Rad. Ist aber das Schwere, gell? Dreifach Angriff. Aha. Ja, schwer. Definitiv schweres Gewicht. Aha. Ah, finde ich schon mal cool. Aber die Dinger da halt, ja, das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts. Also wenn ich das früher gewusst hätte, dass ich da schon mehr ich frei bis so 5 Uhr immer da gehabt habe. Oh, beim nächsten Mal bald dann 10 oder sonst was. Haberer. Ja, Brudi, was nehmen wir? Okay, ja, das ist mir eh klar, dass ich das nicht nehmen kann. Ja. Muss ich jetzt sagen, stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sage ich jetzt einmal auch ja, wenn sie den Schaden dadurch erhöhen kann. Dann nehme ich. Dann nehme ich jetzt. Ja, dann nehme ich sowas. Dann nehme ich sowas. Kann ich mich so richtig schön austoben. Ist wirklich einfach gehalten, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, dass das auch bös gesagt wirklich auch nicht verstehe. Bist du? Aber ja. Wohl. Bist du schnell unterwegs, ha? Das ist in dem Fall wirklich so ein kleiner Mini-Boss. Aha.
Könnte man eigentlich so sehen. Also wenn ich nicht die Kugeln hätte. Ja, muss man halt nur bedenken, du müsstest... Es ist quasi eigentlich genau das gleiche Schema wie vorher. Immer nach links. Dort, wo er die Lanze hat, immer nach links. Es ist quasi einfach gleich aufgebaut, so wie vorher. Finde ich gut. Und man kann sich halt natürlich dann halt natürlich irgendwie zurechthelfen, indem man halt einfach die oder die Granate nimmt oder das oder das. Sie haben es wirklich, wirklich nicht schlecht. Sie haben wirklich vieles vereinfacht, damit man wirklich so richtig schön in diese Genre einsteigen kann. Muss ich sagen, ich bin bei so einem Spiel nicht wirklich gut. Ich sag's euch wirklich so, wie es ist. Ich bin überhaupt nicht gut bei so einem Game. Und da muss man dann dennoch sagen, so Hut ab, liebe Entwickler, ihr macht es wirklich sehr, sehr gut. So, beim ersten Boss habe ich mir gedacht gehabt, so, oh, Alter, da bloß mein Leben nicht, aber wirklich nicht schlecht. Oh man, vielleicht ja doch gehabt, dass ich vielleicht sogar was krieg. Jedenfalls, wow, da wirklich daher gesprintet kommt, der Haverer. Aber man merkt den Schaden, was ich mache. Merkt man. Ist schon sehr spürbar. Ist schon sehr, sehr spürbar. Ich muss auf das Moveset aufpassen. Wenn der zwei Attacken hintereinander machen kann. Muss auf sowas wirklich aufpassen. Weil der kann mich so dermaßen ficken mit dieser scheiß Lanze. Ich darf das nicht vergessen. Ich darf das nicht vergessen, dass der mich so dermaßen ficken könnte mit der Lanze. Und wenn die da vielleicht auch noch so eine Art Feuerfähigkeit dann auch noch hätte, dann Brudi. Schamarsch. Bist du am Arsch, Digi? Nette Bude, die was nicht mal ansatzweise gescheit eingerichtet ist. Ich treffe von den Wurzviechern. Haben wir ja schon länger nicht mehr gehabt. Passt. Ha! Immerhin. Hab's mir jetzt gerade. Bissl. Und mein Tag kommt so, na, bitte nein. Shit. I-A-U. Eher mehr O. Ha, braucht jemand einen Teller? Gleich so, guck. Ja, das wäre cool, wenn ich die Fähigkeit schon hätte. Anscheinend fehlt uns da noch was. Das wäre auch geil, wenn wir halt quasi dann auch so gewisse Bosskämpfe hätten, wo man dann halt auch wirklich so quasi den jeweiligen Boss irgendwie auf eine urcoole, inszenierte Art und Weise komplett zerlegen und dann sich einfach die jeweilige Waffe zum Eigen macht. Also unser Macht. Das wäre auch cool. Das wäre auch richtig cool. Ich hör schon wieder. Von irgendwo schießt einer. Von dir selben, Bruder, aber er sei immer nicht hab. Arsch die Hände. Das ist am anderen Arsch der Welt, Alter. Aber er. Bleib mal ruhig. Tja, du kannst aber wegschießen. Bist du deppert, leg Binde aus. Aber er. Es war jetzt aber nicht gerade zimperlig. Was ist denn der für eine Ärmel, Leute, der Averer? Aber dennoch, Alter, was kann denn der Averer, Alter? Wie weit, Alter? Urviele jetzt plötzlich mit Schild und so. Was sind die jetzt plötzlich mit den Gegnern? Die wollen mir den unbedingt eine drucken, dass sie quasi auswendig lernen oder irgendwas. Ich glaube, wir hätten sowieso ins andere Gebiet gehen müssen. Da wäre es vielleicht ein bisschen einfacher. Das war dumm. Danke. Wie er gleich einmal so einen Tritt gibt, oder? Der Hund. Gescheiter Trank. Passt, sehr gut. Jetzt haben wir sehr gut. Ja, ich wie es schon einmal gesagt habe, wenn der uns gescheit erwischt. Vergiss.